Ja, heute in der Losung haben wir einen Text, der jeden Menschen betrifft, ausnahmslos. Und das ist natürlich schon ein wichtiges und gewichtiges Wort. Aber sehr oft wird diese Tatsache, von dem dieser Losungstext heute spricht, ja, ziemlich verdrängt. Und nicht ernst genommen. Es sei, dass man in eine bestimmte Phase im Leben durchmacht, entweder durch Krankheit oder gewisse Not oder durchs Alter, dass man dann plötzlich ganz anders drüber nachdenkt. Nun, worüber geht's denn heute? Heute geht's einfach um die Tatsache, dass der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt und flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Das sind Worte, die Hiob niedergeschrieben hat, schon vor vielen, vielen Jahrhunderten von Jahren. Und da hat er wirklich eine Tatsache formuliert und festgehalten, die inzwischen auch Generationen von Menschen erlebt haben. Nämlich, dass das Leben sehr kurz ist. Und besonders ältere Leute, zu denen ich ja auch schon inzwischen gehöre, sagen dann auch immer, Mann, wie schnell vergeht die Zeit. Früher habe ich das überhaupt nicht verstanden und dachte immer, das ist ein langweiliges Lied, was da gesungen wird. Nun, inzwischen habe ich schon selber eingestimmt in dieses sogenannte Lied von der Kurzfristigkeit des Lebens. Und entscheidend ist, was machen wir mit diesem Leben? Voll Unruhe, wie er hier sagt. Und es kann auch aufblühen, es kann herrliche, wunderbare Zeiten geben, wie eine Blume. Aber dann verwelkt es. Und Hiob gibt uns hier eigentlich keine Antwort, was danach ist. Und zum Glück haben wir einfach einen tieferen Einblick durch das Neue Testament, das uns ja auch gesagt wird über unsere und die Zukunft der Menschen. Also der Lehrtext lautet heute, Entschuldigung, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 14. Also da wird uns schon der Hinweis gegeben, dass unsere Zukunft ist hier nicht auf Erden. Zumindest nicht die längere, die ewige Zukunft. Die ist in der bleibenden Stadt. Das wird ja auch schon buchstabiert mit dem Begriff bleibend. Also diese Stadt vergeht nicht. Wir wissen ja leider, dass es gibt Städte und Gebiete, die plötzlich zusammenbrechen und ein Erdbeben kommt und die Stadt ist dahin. Oder durch Krieg oder sonst was. Ja, also wir wissen auf jeden Fall, dass die Städte, die Menschen bauen, die sind nicht bleibend. Aber die Stadt, die Gott baut, die Gott zur Verfügung stellt, die bleibt, und zwar in aller Ewigkeit. Und die haben wir. Das heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nun, das Suchen findet ein Ende, wenn wir Jesus beim Wort nehmen, wenn wir ihm vertrauen und seine Worte für bare Münze nehmen, für Tatsachen, weil er ja versprochen hat, dass er hingeht, wenn er weggeht von dieser Erde, um eine Stätte vorzubereiten, für die, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, die ihm vertrauen, die durch sein
unermesslich großes Werk am Kreuz vollbracht hat, die das für sich in Anspruch nehmen dürfen und dadurch ihre Schuld und Sünde loswerden und dadurch wiederum befähigt werden, in dieser neuen Stadt, in dieser Ewigkeit zu leben. Gehörst du dazu schon? Wenn ja, dann ist es auch heute wieder ein Grund zur Dankbarkeit und Freude. Und auch ein weiterer Grund ist, das auch zu proklamieren, weiterzusagen, damit auch andere zu dieser Stadt finden, dieses himmlische Jerusalem, diese Herrlichkeit. Aber wenn du noch nicht dazu gehörst und dir nicht sicher bist, dann bitte Jesus, in dein Leben zu kommen, dein Herr und dein Erlöser, dein Heiland zu werden, dir alle deine Schuld und Sünden zu vergeben und dir dieses neue, ewige Leben zu schenken. Und das will er ja von ganzem Herzen. Also ich wünsche dir auch heute wieder einen schönen und einen guten Tag. Und schön, dass du wieder dabei warst, gell? Dann bis morgen. Vielleicht. Bow down. Here I am to say that you're mine.